Hallo zusammen, und da sieht man, wie ein Zandervolk eingewintert wird auf Zander 1,5. 1,5 bedeutet nicht 1,5 Zander, sondern es ist ja unten ganz normale Zander, normal hoch 220, und oben sind die Zander Halbriemchen. Das sieht man. Da gibt es bei mir auch halt teilweise auch Riemchen mit sehr wenig Wabe, Mittelwände drauf. Also sozusagen Draht kriegen die zum Fressen. Manchmal ja auch. Also das Völkchen ist ein Ableger, wo eigentlich, da sieht man ja Futtertasche unten drin, aber die ist ja noch nicht benutzt worden. Im Prinzip ist das, was oben eigentlich zu sehen ist, Waldhonig. Das sieht man ja, das ist eigentlich gut zum Schleudern sozusagen. Man kann ja auch da was rausschleudern, aber von manche werden ja auch nicht schleudern, von dem Volk oder von solchen nicht unbedingt. Die will ich jetzt quasi nochmal weiter einfüttern, damit ich behandeln kann. Wenn man geschwind die Halbzarge wegnimmt, sieht man, wie das Volk praktisch unten sitzt. Was ich da gemacht habe, ist die Randwabe wahrscheinlich ohne Mittelwand dazugehängt. Das ist an der Stelle nicht so gut ganz außen. Also das kriegen die bei mir oft. Jungvölker, die sollen halt für meinen Zucker bezahlen. Ich kann doch nicht einfüttern. Ah, aus dem Grund habe ich das gemacht. Okay, da sieht man ja, dass das eigentlich eine super schön bebrütete Wabe. Wahrscheinlich nächste auch. Deswegen hängt diese Drahtwabe sozusagen nebendran. Ja, da sieht man, das ist super Königin, da geht was. Man sieht auch, dass die praktisch oben bis zum Oberkante von Riemchen ja stiften, weil Honigkranz sich im Brutraum oben befindet, beziehungsweise im Honigraum oben befindet, und aus dem Grund werden die noch eine ganze Weile genug Platz zum Brüten haben. Also die Völker, die man ja so einwintert, die sind unvergleichlich. Die kann man nicht mit Zander zweizargig eingewinterte Völker vergleichen. Die Halbzarge, die dann voll mit Futter ist, die wird dann, wenn die Brut ausläuft, auf den Boden gestellt, und dann überwintern die Völker praktisch auf dem Futter drauf, und je nachdem wie das Wetter ist, ziehen die sich das praktisch hoch. Also so eingewinterte Völker mit sozusagen beweglichen Honigkranz, die stehen im Frühjahr anders da wie jetzt Völker, die normal zweizargig eingefüttert werden. Ja, die eine haben wir jetzt gerettet, okay. So, ja, jetzt kommt die Halbzarge oben drauf. Da sieht man, dass die relativ gut oben sind. Da wird ja quasi Honigkranz vorbereitet. So, eingefüttert wird so lange, bis oben alles voll ist,
Und dann kann man ja ein, zweimal noch was geben, dass praktisch auf normale Sarge unten auch oben praktisch Futterkranz entsteht. Und dann kann man ja irgendwann mal, wenn die Brut ausläuft, wie gesagt, Honigraum oder Futter auf den Boden stellen und Brutsalge oben drauf stellen. Und dann sind wir ja fertig, bis die Völker aufgesetzt werden, werden die Völker dann nicht mehr geöffnet. Ja, so viel von mir. Schöne Grüße.